Textbuch, Kapitel 12. Der Lehrplan des Heiligen Geistes. Nummer 8. Die Anziehungskraft der Liebe auf die Liebe. Seite 233 bis 235. Glaubst du wirklich, dass du den Sohn Gottes töten kannst? Der Vater hat seinen Sohn sicher in sich selbst verborgen und ihn von deinen zerstörerischen Gedanken weit ferngehalten. Du aber kennst ihretwegen weder den Vater noch den Sohn. Du greifst die wirkliche Welt jeden Tag, jede Stunde und jede Minute an und bist dennoch überrascht, dass du sie nicht sehen kannst. Suchst du nach der Liebe, um sie anzugreifen, wirst du sie niemals finden. Denn wenn Liebe miteinander teilen ist, wie kannst du sie dann finden, außer durch sie selbst? Biete sie an, und sie wird zu dir kommen, weil sie zu sich selbst hingezogen wird. Biete hingegen Angriff an, so wird die Liebe dir verborgen bleiben, denn sie kann nur im Frieden leben. Der Gottessohn ist so sicher wie sein Vater. Denn der Sohn kennt den Schutz seines Vaters und kann nicht fürchten. Die Liebe seines Vaters hält ihn in vollkommenem Frieden. Und da er nichts braucht, bittet er um nichts. Doch er ist fern von dir, dessen selbst er ist, denn du trafst die Wahl, ihn anzugreifen, und er entschwand aus deiner Sicht in seinen Vater. Nicht er hat sich verändert, sondern du. Denn ein gespaltener Geist und alle seine Werke sind nicht vom Vater erschaffen worden. Und sie könnten nicht in der Erkenntnis seiner leben. Als du das sichtbar machtest, was nicht wahr ist, wurde das, was wahr ist, für dich unsichtbar. Doch kann es nicht an sich unsichtbar sein, denn der Heilige Geist sieht es mit vollkommener Klarheit. Es ist für dich unsichtbar, weil du etwas anderes ansiehst. Doch liegt es ebenso wenig bei dir, zu entscheiden, was sichtbar und was unsichtbar ist, wie es bei dir liegt, zu entscheiden, was die Wirklichkeit ist. Das, was gesehen werden kann, ist, was der Heilige Geist sieht. Die Definition der Wirklichkeit ist Gottes, nicht deine.
Er hat sie erschaffen und er weiß, was sie ist. Du, der du es wusstest, hast es vergessen. Und hätte er dir nicht einen Weg gegeben, dich zu erinnern, hättest du dich selbst zur Vergessenheit verurteilt. Aufgrund der Liebe deines Vaters kannst du ihn niemals vergessen. Denn niemand kann vergessen, was Gott selbst in seine Erinnerung legte. Du kannst es verleugnen, aber nicht verlieren. Eine Stimme wird auf jede Frage, die du stellst, antworten. Und eine Schau wird die Wahrnehmung all dessen, was du siehst, berichtigen. Denn was du unsichtbar gemacht hast, ist die einzige Wahrheit. Und was du nicht gehört hast, ist die einzige Antwort. Gott möchte dich wieder mit dir selbst vereinen und hat dich in deiner Not nicht im Stich gelassen. Du wartest nur auf ihn und erkennst es nicht. Doch die Erinnerung an ihn leuchtet in deinem Geist und kann nicht ausgelöscht werden. Sie ist so wenig vergangen, wie sie zukünftig ist, da sie auf ewig immer ist. Du brauchst nur um diese Erinnerung zu bitten und du erinnerst dich. Doch die Erinnerung an Gott kann nicht in einem Geist leuchten, der sie ausgelöscht hat und es so beibehalten will. Denn die Erinnerung an Gott kann nur in einem Geist heraufdämmern, der beschließt, sich zu erinnern und der das wahnsinnige Verlangen aufgegeben hat, die Wirklichkeit zu kontrollieren. Du, der du nicht einmal dich selber kontrollieren kannst, solltest schwerlich anstreben, das Universum zu kontrollieren. Schau dir nur an, was du daraus gemacht hast und freue dich, dass es nicht so ist. Sohn Gottes, gib dich nicht mit nichts zufrieden. Das, was nicht wirklich ist, kann nicht gesehen werden und ist wertlos. Gott könnte seinem Sohn nicht das anbieten, was keinen Wert hat, noch könnte sein Sohn es empfangen. Du wurdest in dem Augenblick erlöst, in dem du glaubtest, du habest ihn im Stich gelassen. Alles, was du gemacht hast, ist nie gewesen und ist unsichtbar, weil der Heilige Geist es nicht sieht. Doch was er sieht, das kannst du schauen. Und durch seine Schau ist deine Wahrnehmung geheilt.
Du hast die einzige Wahrheit unsichtbar gemacht, die diese Welt enthält. Und da nichts dir teuer war, hast du nichts gesucht. Weil du nichts für dich wirklich gemacht hast, hast du es gesehen. Aber es ist nicht da. Und Christus ist unsichtbar für dich, aufgrund dessen, was du für dich sichtbar gemacht hast. Doch es spielt keine Rolle, wie viel Abstand du versucht hast, zwischen dein Bewusstsein und die Wahrheit zu legen. Der Gottessohn kann gesehen werden, weil seine Schau geteilt wird. Der Heilige Geist sieht ihn an und sieht nichts anderes in dir. Was für dich unsichtbar ist, ist in seiner Sicht vollkommen und umfasst sie ganz. Er hat sich deiner erinnert, weil er den Vater nicht vergessen hat. Du hast auf das Unwirkliche geschaut und Verzweiflung gefunden. Doch da du das Unwirkliche gesucht hast, was sonst konntest du finden? Die unwirkliche Welt ist ein Ding der Verzweiflung, denn sie kann niemals sein. Und du, der du Gottes Sein mit ihm teilst, könntest dich niemals ohne die Wirklichkeit zufrieden geben. Was Gott dir nicht gegeben hat, hat keine Macht über dich. Und die Anziehungskraft der Liebe auf die Liebe bleibt unwiderstehlich. Denn die Funktion der Liebe ist es, alle Dinge zu sich zu vereinen und alle Dinge dadurch zusammenzuhalten, dass sie ihre Ganzheit ausdehnt. Die wirkliche Welt wurde dir von Gott gegeben, in liebevollem Tausch gegen die Welt, die du gemacht hast, und die Welt, die du siehst. Nimm sie nur aus Christi Hand entgegen und schau sie an. Ihre Wirklichkeit wird alles andere unsichtbar machen, denn sie anzuschauen ist totale Wahrnehmung. Während du sie betrachtest, wirst du dich erinnern, dass sie immer so war. Das Nichts wird unsichtbar, denn du hast es endlich wahrhaft gesehen. Wahrnehmung, die erlöst ist, lässt sich leicht in Erkenntnis übersetzen. Denn nur die Wahrnehmung ist des Irrtums fähig. Und die Wahrnehmung ist nie gewesen. Wenn sie berichtigt ist, macht sie der Erkenntnis Platz, die immer da die einzige Wirklichkeit ist. Die Sühne ist nur der Weg zurück zu dem, was nie verloren war. Dein Vater könnte nie aufhören, seinen Sohn zu lieben.